rein. Ist es gefährlich, an einer Schoko-Steckdose zu laden? Herzlich willkommen bei E-Auto Neulinge. Ich bin der Sigmund und ich gehe heute der Frage nach, ist es sicher, an eine Schoko-Steckdose zu laden? Vor kurzem habe ich euch das Ladekabel von Rheindontech vorgestellt. Und zwar ist es ein sehr robustes, wie ich das schon auch gezeigt habe. Man kann auch über das Kabel mit dem Autoreifen drüber fahren. Da passiert gar nichts mit. Und was auch interessant ist, die Hülle ist auch feuersicher. Also man kann mit dem Feuer das Ganze behandeln und es fängt nicht sofort Feuer. Das Ladekabel soll jetzt kein Ersatz für eine Wallbox sein. Ne? Also ich sag mal so, das ist eine Notlösung. Zum Beispiel, man hat noch keine Wallbox, möchte aber schon zu Hause laden oder aus irgendeinem Grund ist es nicht möglich, dass eine Wallbox zu Hause angeschlossen wird. Dann kann man dementsprechend auf das Ladekabel ausweichen. Ein zusätzlicher Grund, wir haben jetzt Sommer, viele fahren in Ferienhäusern. Nicht alle Ferienhäuser sind mit Wallboxen ausgestattet und das macht das Ganze interessant. Das ist einfach für den Notfall, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, als an eine Schoko-Steckdose zu laden, kann ich das Gerät ruhigen Gewissen benutzen. Was aber wichtiger ist, ist der Hitzeschutz vor der Überhitzung. Und zwar weiß das Gerät, wenn die Steckdose sich erhitzt, weiß das Gerät sofort, aha, hier muss ich was machen und wir bekommen eine Warnung auf dem Display. Plus zusätzlich dazu wird das ganze Gerät ausgeschaltet. Das Gerät hat eine TÜV-Zertifizierung, die blende ich jetzt hier ein. Man kann das sehr leicht auch beim TÜV nachprüfen, ob das tatsächlich gibt. Unten seht ihr dann die Nummer. Wie das Ganze mit dem Überhitzungsschutz funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, hier machen wir ein kleines Experiment. Und zwar stellen wir hier die Temperatur hoch. Wir erhitzen künstlich den Stecker, damit wir sehen, ob das Gerät reagiert. Also sprich, jetzt sollte das Worst-Case-Szenario passieren, dass unsere Steckdose überhitzt. Was passiert dann mit dem Gerät? Also damit wir auch wissen, wie das vor sich geht. So, jetzt muss der Stecker angesteckt werden. So, Stecker ist drinne. So, jetzt haben wir die Ansicht, die Temperaturansicht noch von dem Stecker, wie das dann ausschaut gleich. Moment, erst mal gucken, ist das verbunden? Ja. So, jetzt sehen wir, die Temperatur steigt nach oben und von außen, wenn man den Stecker betrachtet, haben wir 70 Grad, also die Steckdose erhitzt sich automatisch. So, und was sagt das Gerät? Aha, das Gerät sagt uns, dass es zu heiß ist. Wie ihr gerade gesehen habt, ist das Kabel sehr sicher. Ich kann das Einzige nur noch empfehlen, dass wenn ihr das dauerhaft mit 16 Ampere nutzt, trotzdem, dass es funktioniert, dass es auch sicher ist, würde ich trotzdem die Schoko-Steckdose, eine versteckte Schoko-Steckdose einbauen von einem Elektriker, damit es nicht ein Teil, weil man weiß ja zum Beispiel beim Computer, sagt man auch, der Computer ist nur so schnell wie das schwächste Glied. Deswegen würde ich da auch auf eine verstärkte Schoko-Steckdose bauen und die einbauen. Für diejenigen, die jetzt bis hierhin geguckt haben, ich habe auch einen Rabattcode für euch. Der ist unten auch in der Beschreibung verlinkt. Ich kann euch nur empfehlen, das Gerät, weil es ist einfach gut. Es ist sehr robust und sicher ist es ebenfalls.
Und ja, ich denke, das war das Schlusswort. Bis demnächst.